Hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem wann ihr seht, zu den Lucifer News aus Braunschweig. Mein jetziges Thema ist Lautsprecheranlage oder Megafoneinsatz bei der Montagsdemo in Braunschweig oder generell der Einsatz von Megafonen oder Lautsprecheranlagen bei Demonstrationen. Der Montagsdemo wurde untersagt, eine Lautsprecheranlage zu nehmen, wenn sie weniger als 50 Leute sind, weil es würde die Anwohner stören. Und wir haben also reichlich Veranstaltungen in der Innenstadt, wie auch zu Weihnachten. Wir haben hier, sage ich mal, eine Schlittschuhbahn oder es werden Weinfeste gemacht, es werden Bühnen aufgebaut. Diese Sachen laufen also meist von mittags an bis abends. Und da stört sich kein Mensch dran. Aber wegen eines Einsatzes einer Megafonanlage oder eines Megafons oder einer Lautsprecheranlage für eine Stunde von 17 bis 18 Uhr wird sich aufgeregt. Und ich habe hier mal ein bisschen Filmmaterial zugemacht, um euch mal zu zeigen. Man hat dann also eine Flüstertüte genommen. Inzwischen nehmen wir ja wieder ein Megafon. Möchte ich euch nur mal zeigen, wie viel Auswirkung diese Montagsdemo hat, wenn man nur mit einer Flüstertüte arbeitet. Wie gesagt, und das soll zu viel Lärm machen, wenn man mit einem Megafon mit gedämpfter Lautstärke arbeitet. Wie gesagt, hier die Aufnahmen, die sind vom, glaube Dezember war das, als ich die gemacht habe, um mal zu zeigen, welcher Geräuschpegel da ist und wie laut die Montagsdemo ist. Bitte schön. Ihr seht also oder hört auch, es ist also kein Ankommen gegen den Lärm, der da entsteht. Diese Montagsdemo findet einmal die Woche statt, für eine Stunde wird gedämpft mit einem Megafon gemacht und kann mit Sicherheit nicht so viel Lärm erzeugen wie die Veranstaltung in der Innenstadt. Jedes Geschäft kann sich einen Lautsprecher hinstellen und Sachen verkaufen und die Demo soll beschnitten werden, indem man ihr das Megafon oder die Lautsprecheranlage entzieht. Ich nenne sowas Zensur. Eine Demonstration heißt, dass man also nicht nur die Leute, die da sind, informiert, sondern auch eventuell Leute, das mitkriegen, die vorbeigehen. Zum anderen wird sich berufen auf ein Gerichtsurteil aus Hannover aus 2007, ja, was sagt, es müssen 50 Leute sein, die teilnehmen, damit eine Lautsprecheranlage oder ein Megafon verwendet werden darf. Das ist absoluter Müll. Der Einsatz der Lautsprecheranlage geht schon weit zurück, also 5 Jahre Montagsdemo, aber wir können noch weiter zurückgehen auf Demonstrationen in Frankfurt in den 70er Jahren. Das heißt, ich berufe mich bei der Aussage hier auf das Gewohnheitsrecht. Das Gewohnheitsrecht ist abgeleitet aus dem altrömischen Recht, also da, wo die Gerichtsbarkeit greift. Daher ist es also nicht hinzunehmen, dass man hier mit einem Gerichtsurteil aus 2007 kommt und sagt, das ist jetzt verboten. Das Gewohnheitsrecht ist älter und darauf beruht sich also die ganze Gesetzgebung. Zumal momentan das sowieso ausgesetzt ist, die Montagsdemo in Hannover hat es also mit einem Beschluss soweit geschafft, wieder eine Lautsprecheranlage zu genehmigen, aber nur in den Wintermonaten, weil man davon ausgeht, dass die Leute die Türen und Fenster geschlossen wird. Ich weiß nicht, was die Herrschaften sich da denken, dass wir da Halligalli machen. Wir sind für eine Stunde und wir achten also selber darauf, dass es nicht zu laut ist, weil wir müssen ja auch drum rumstehen und wollen das verfolgen und uns nicht die Ohren zuhalten. Also dieser Verbot der Lautsprecheranlagen nenne ich ganz schlicht einfach Zensur der Meinungsfreiheit.
und nichts anderes. Also von meiner Seite aus kann ich sagen, dass die Lautsprecheranlage durchaus gerechtfertigt ist und auch eine Rechtfertigung laut Gesetz hat. Ob es da jetzt eine Verordnung gibt oder nicht, spielt keine Rolle. Wie gesagt, ihr habt gesehen, der Lärmpegel ist weitaus lauter von den Veranstaltungen, die da sind, als wie die Montagsdemo für eine Stunde die Woche. Ja, noch nicht mal, teilweise sind es nur 45 Minuten, wo gesprochen wird. Und in einer angenehmen Lautstärke, weil wie gesagt, wir wollen uns nicht die Ohren zuhalten. Die Meinungsfreiheit soll damit eingeschränkt werden. Gleiches ist also passiert im Querumer Forst. Im Wald hat man auch darauf hingewiesen, es müssten 50 Leute sein, um eine Lautsprecheranlage zu benutzen. Im Wald, ich meine, wir sehen mal, dass hier der Wald sowieso abgeholzt wurde, mit Maschinen und Tiere umgebracht worden. Wen soll man stören? Die Vögel eventuell mit einem Megafon? Das war ja wohl der größte Klopfer schlechthin. Es zeigt also ganz deutlich, dass hier die Meinungsfreiheit blockiert wird und das Demonstrationsrecht blockiert wird. Ich habe also auf meiner Seite auch das neue Demonstrationsrecht oder die Anmeldung für Demonstrationen verlinkt, wo man sehen kann, unter Piraten, glaube ich, ist das drin. Da habe ich es verlinkt, da kann man das also nochmal ansehen. Es soll mit diesen Gesetzen und Verordnungen die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden und das ist nicht hinzunehmen. Ja, soweit zur Meinungsfreiheit und der Einsatz von Lautsprecheranlagen bei Demonstrationen und bei der Montagsdemo. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag und schöne Woche. Bleibt schön sauber, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News aus Braunschweig. Tschüss.